Die Medizin der Zukunft verlangt mehr als nur die Kranken zu messen. Für eine gute Vorsorge müssen wir bei den Gesunden beginnen. Mit Metabolize Me wollen wir diesen Test der Zukunft von Anfang an interessant gestalten. Von Performance-Steigerung bis Schokoladeessen entschlüsseln wir die Geheimnisse des Körpers. Mein Name ist Harald Schöni. Mein Name ist Leopold Dürauer. Ich bin Maximilian Milford. Wir sind die Gründer von Metabolize Me. Wir entwickeln selbst Testkits, die Sportlerinnen und Sportlern erlauben, schneller und zuverlässiger zum Ziel zu kommen. Ermöglicht wird das, indem wir Spitzenforschung aus der Universität Wien im Bereich der Stoffwechselanalysen zum Menschen bringen. Im Kraftsport zum Beispiel gibt es das sogenannte Plateau, an dem ich trainiere und trotzdem keine Erfolge erziele. Und das Ganze ist eine komplizierte Situation, weil unser Muskelaufbau von verschiedensten Faktoren beeinflusst wird. Und das Ganze gleicht einem Puzzlespiel. Was wir machen, wir zoomen da hinaus, wir schauen uns an, wie diese Puzzlesteine zusammenhängen und können somit zielgerichtetere Antworten geben. Das erlaubt uns, unsere Ziele im Training schneller und zuverlässiger zu erreichen. Und gleichzeitig schaffen wir damit eine Basislinie für personalisierte Medizin und Forschung. Die größte Herausforderung beim Gründen sind die tausend kleinen Herausforderungen, mit denen man täglich konfrontiert ist. Aber man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Es gibt für jede Herausforderung eine Lösung oder Experten, die man nach Rat fragen kann. Wir konnten zum Glück auf den Expertisenpool der Universität Wien zurückgreifen und so zu jedem Problem eine Lösung oder einen Lösungsansatz finden. Das Studium der Uni Wien ist für uns sehr wichtig, weil die Idee während meines Doktorats hier entstanden ist. Unser Team hat sich dann im Digital iLab, ein Startup-Programm der Uni, gefunden. Unser großes Ziel ist es, dass unser Test global Anerkennung findet und ultimativ als Medizinprodukt zugelassen wird.